herzlich willkommen bei dem Let's Play auf unserem Server. Es ist ein Online-Let's Play, gespielt von zwei Personen, sprich meine Wenigkeit, Sera, TFK und Wohragott. Wohragott ist leider noch nicht anwesend, aber ich dachte mir, ich mache schon mal ein kleines Intro, von daher ist das nicht Let's Play 1, sondern Let's Play Intro. Wir wollen das Let's Play interaktiv gestalten und haben uns gedacht, ich jump mal kurz hier hoch, dass die Leute bestimmen können, was wir machen. In unserer ersten Let's Play Folge machen wir das Ganze noch auf unsere Art und Weise. Wir siedeln uns irgendwo an, suchen uns hier eine schöne Gegend aus. Ich glaube, die da hinten ist prädestiniert dazu, angesiedelt zu werden. Sieht zumindest danach aus. Ja, und wenn wir unsere erste Folge hinter uns haben, klingt ihr euch einfach ein und sagt, was wir machen sollen. Natürlich sollte das auch realistisch und umsetzbar sein, weil sonst hätte das Ganze ja gar keinen Sinn. Ja, wie ihr seht, benutzen wir auch ein eigenes Texturpackage von Mesa, noch ein bisschen aufgewertet von mir. Ein paar schöne Effekte. Ja. Sieht ja ganz nice aus. Wir fangen theoretisch ganz von vorne an. Gut, ich habe da schon ein paar Wollklötze drin. Die paar Schafe, die mir gerade entgegenkamen, die mussten weg. Es tut mir leid. Aber egal. Dafür ist jetzt die Gegend wieder sicher. Ja. Mein Kollege Wohragott wird über TeamSpeak mit uns kommunizieren. Das sollte keine Probleme geben. Und ansonsten sollte der Ansiedlung dieser kompletten Welt nichts im Wege stehen. Auch wenn das ein bisschen schwer ist bei einer recht unendlichen Welt. Ja, sieht ja ganz nice aus. Auch wenn hier meines Erachtens nach die Schattierung ein bisschen fehlgeschlagen ist. Aber gut. Wunderbares Spiel. Kann man verzeihen sowas. Ja, dann würde ich mal sagen, macht euch schon mal ein paar nette Gedanken. Ich vermute mal, da hinten an diesem schönen Berg werden wir uns ansiedeln. Ja, und seid bitte nicht zu fies zu uns. Dann würde ich mal sagen, seid dabei bei unserem ersten Let's Play. Demnächst hier bei mir. Das hat sich sogar gereimt. Das ist ein Traum. Ciao.